erzähle Leuten, dass sie sich ihre Schwester schmecken lassen sollen. Ich rede über Dinge, die ich nicht nochmal aussprechen werde, die mit Sch anfangen und mit Ense enden. Damit ihr euch halbwegs bedecken könnt, während ihr nackt vor mir steht. Ach, ich bin Kitsune. Ich hab Stimmt. Schwänze. Fällt mir gerade Das auf, macht das macht sich mich besser. schwächer. Ich wollte gerade sagen, dafür kam ich jetzt aus der Küche angeflitzt. Das war wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fuchsbau News. Letzte Woche kam ja leider keine, aus Gründen, da Fesaya kaum gestreamt hatte. Deshalb auch nicht genügend Content da war, um eine ausreichend lange News zu bieten. Deshalb fasse ich in dieser News 2 Wochen zusammen. Also fangen wir auch direkt an. Mit der Woche vom 8. bis zum 14. April. Und zwar gab es am Dienstag, dem 9. April, Pen and Paper. Nicht bei Fesaya allerdings, sondern bei den anderen Konsorten, die sie verlinkt hatte. Zum Beispiel Capturing Chaos. Habe ich leider nicht gesehen. Aber Pen and Paper ist jetzt nicht etwas, wo ich wirklich viel berichten kann. Es ist Roleplay. Muss man gesehen haben. Am Donnerstag hätte es, also Donnerstag, den 11. April, hätte es Rimworld geben sollen. Der Stream wurde leider kurzfristig abgesagt, da es Fesaya nicht so sonderlich gut ging. Am Sonntag, dem 14. April dagegen, gab es Stardew Rally, das Projekt Wolkenhof. Das hat auch stattgefunden und habe ich leider auch nicht gesehen, weil ich privat anderweitig beschäftigt war. Das war die Woche vom 8. bis 14. April. Ganz kurz zusammengefasst, kommen wir aber jetzt zur Woche vom 15. bis zum 21. April. Auch da gab es am Dienstag Pen and Paper, allerdings auch nicht bei Fesaya, sondern, sie hat auch hier verlinkt, Capturing Chaos, dort konnte man es sehen. Naja, wie gesagt, kann man halt schlecht irgendwie zusammenfassen, also es war auch wahrscheinlich nicht so ganz family friendly. Zumindest waren die Anspielungen eindeutig. Am Donnerstag gab es Rimworld, das hat auch stattgefunden diesmal. Es gab zu Beginn des Streams auch direkt mal ein paar Meteoriten. Die Kolonie hat überlebt bisher noch. Es kam Raid rein, ein einzelnes Wasserschwein. Also Capybara. Es war ganz witzig, wie man es von Rimworld mit der Twitch-Integration gewöhnt ist. Allerdings wurden die Coins, die man gesammelt hätte, nicht gewertet, aber auch gut. Durch das neue Update hat diese Modifikation noch ein paar Schwächen. Das wird sich auch, glaube ich, oder hoffe ich, in den kommenden Tagen und Wochen ändern. Am Sonntag gab es dann Stardew Valley, wieder das Wolkenhof-Projekt. Naja. Fesaya wird oder hat da bestimmt wieder ordentlich ihre Mitstreiter verkauft. Damit sind wir auch schon tatsächlich am Ende angelangt. Aber eine Information habe ich noch für euch. Es kam ein Song raus am Samstag. Und zwar der Song für die Meme Maker. Also Samstag der 19. Das war, ja, Samstag der 19. Rise of Meme Maker, jetzt auf YouTube, kann man dort hören. Damit sind wir jetzt auch offiziell am Ende angelangt. Diese News ist tatsächlich relativ kurz gehalten, aber ich denke, das wird sich mit den nächsten News, hoffe ich, ändern. Ja, mehr habe ich leider nicht zu sagen, außer den Streamplan für die Woche, ja, für die Woche. Heute ist ja Montag. Also für diese Woche der Streamplan. Der kommt jetzt. Und zwar ist dieser wie folgt. Am Dienstag gibt es Pen and Paper. Am Donnerstag Rimworld, sofern möglich auch mit der Twitch-Integration. Und am
Sonntag dann wieder Stardew Valley, der Wolkenhof. Bevor ich aber dieses Fuchsbau-News-Video an dieser Stelle beende, habe ich ja noch ganz was vergessen von vorletztem Dienstag. Da gab es auch einen schönen Stream bei Platovi mit paar passenden Clips, die perfekt zu Fesaya passen. Ich sag nur, Ausrufezeichen, Heiler. Viel Spaß und danach kommt auch nichts mehr. Also bis zur nächsten News. Ciao, ciao. In Genshin ist Aloy eine Bogenschützin, okay. Also das, was Fesi gerne sein möchte. Besitzt die Kryokraft. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer und Sägezähne. Sehr gefährlich. Du bist jung für eine Heilerin, nicht wahr? Ja. Ich lerne noch die Grundlagen. Ein Tag voller Trube, die Welt ist in Streit.